Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, beziehungsweise wir sind abermals in den tiefen Wegen angelangt, und zwar in Caradons Kreuzung. Wir haben hier schon viel und vor allem viele weggeräumt und haben aber noch ein, zwei Abzweigungen, die es abzulaufen gilt und vor allem die es zu säubern gilt vor dunkler Brut und tiefen Regenlauerern und was es nicht hier noch alles gibt, bevor es dann in den Ortenteig geht, wo wir hoffentlich Branka finden werden. Und ich find's immer noch schade, dass man nicht einfach alle Gruppenmitglieder, die es gibt, auf einmal mitnehmen kann, weil dann müsste ich mir keine Sorgen darum machen, ob es sich nicht doch lohnen würde, Ogryn dabei zu haben. Im Moment haben wir ja Alistair und Stan und natürlich uns selbst und eine Heilerin dabei. Da ist also entsprechend leider kein Platz für den Zwerg. Wäre wahrscheinlich am besten, wenn man selbst irgendeinen Magier spielt oder so. Wobei, eigentlich ist es ja egal. Man hat ja einen Tank, einen Damage-Dealer, einen Schurken und einen Heiler dabei. Normalerweise, oder sollte man zumindest dabei haben. Im klassischen Rollenspiel-Sinne. Muss man halt quasi, weiß nicht, zuerst am Anfang nach Orzama gehen, anstatt. Wo haben wir den Stan gefunden? In Lothering. Ja, gut, den hat man auch recht früh im Team eigentlich. Laufe ich hier eigentlich richtig? Nein. Dass man halt den Ogryn so früh wie möglich auch im Team hat. Dass man halt dann quasi nicht irgendwie sich entscheiden muss, ne? Macht man sich die Entscheidung quasi schon relativ früh selbst zunichte. Und nimmt sich quasi die Entscheidungsmöglichkeit. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Man kann ja spielen mit wem man will. Und alle Möglichkeiten sollten eigentlich ans Ziel führen. Ansonsten wäre das ein sehr komisches Spiel. Ich bin gespannt, wie es in Dragon Age Inquisition werden wird. Wir werden jetzt erstmal hier diesen Gesandten inquisizieren. Also eine Inquisition an ihm durchführen. Alle bitte den angreifen. So, und du machst das. Sehr gut. Dann die Waffen. Warum waren die davor nicht aktiviert? Ich weiß es nicht. So, der wird wahrscheinlich gleich sowieso niedergemetzelt. Dann können wir uns um den hier kümmern. Das war der Gesandte. Hier ist ein Kreischer. Aus dem ich noch nicht so wirklich schlau werde. Da fehlt mir der Kodex-Eintrag dazu. Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir den ja doch schon bekommen. Was ist mit Wünden auf einmal los? Warum hat die... Hör auf, die zu verkloppen. Wo ist dein Stab? Fluch der Irreführung. Ich habe auf R gedrückt, aha. Wenigstens kann sie ihren Stab mittlerweile auch so ausrüsten. So, nieder mit ihm. Der ist schon unten. Der ist auch weg und der Gendorf-Läufer hat es nicht mehr geschafft, Wins Angriff zu sehen, weil sie nicht dazu gekommen ist, weil er davor schon tot war. Großschwert der dunklen Brut. Naja, es hat ja nicht mal Slots. Eine zerbrochene Truhe. Ihr habt gerufen? Nein, ich wollte die Truhe öffnen. Wie ihr wünscht. Ja, dann lass ich bitte die Truhe öffnen. Sehr schön. Pfeil des Drecks. Geil. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Oberflächlergriff. Der Griff eines hochwertigen Elfenschwertes. Eine unfertige Inschrift leuchtet schwach ob des verwendeten Lyriums, bleibt aber unleserlich. Die Ehre des Oberflächlers. Questbezogen. Der Idiot folgt uns nun schon seit 3 Tagen, aber was soll ich tun? Eine Stadtwache könnte ihn sicher verhaften, weil er so ein verdammter Trottel ist, aber es gibt kein Gesetz dagegen. In den Gräben der
den eigenen Tod zu suchen. Hier unten gibt es überhaupt kein Gesetz. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn selbst umbringe, wenn er unsere Patrouille gefährdet. Aber schweigsam ist er, das muss man ihm lassen. Oberflächler glauben normalerweise, dass es nach dem Ende einer Verderbnis überhaupt keine dunkle Brut mehr gibt. Warum liegt gerade dem nun etwas daran, dass sein Sieg sie zurücktreibt für unsere Türschwelle? Es ist eine Sache, oben im Licht gegen sie anzutreten, aber hier im Dunkeln, wo sie leben, das wird ihm schwerer zusetzen. Oder das Lyrium erwischt ihn vorher. Aus einem Feldbericht der Legion der Toten von Hauptmann Gent. Das Leben eines Wieder sowas Schönes. So eine Ansammlung, wo man nicht weiß, welches das Neue ist. Leben eines Bewahrers. Den Segen der Halle der Bewahrung bekommt nur, wer den Weg des Steins überschreitet. Es ist ein Weg, der weit in die Tiefe führt und alles andere als sicher ist. Aber wer mit den Erinnerungen arbeiten möchte, muss sich seiner würdig erweisen. Werde dem Stein Zeuge einer neuen Geschichte, bewahrt sie und übergebt sie den Erinnerungen. Erst dann bekommt ihr den Segen der Halle der Bewahrung, aus das Leben eines Bewahrers. Ortsamer hat dem Stein ein Erbe abgetrotzt, aber Geschichte ist mehr als nur das Kommen und Gehen auf den Straßen. Die Höhlen sind alt und wurden oft bereist. Der wahre Wille des Steins offenbart sich fernab von den Hallen der Politik und des Handelns. Der Bewahrer muss sich vom Altbekannten abwenden und die Offenbarung an den Grenzen suchen, wo Geheimnisse an längst verlassenen Wegen begraben liegen. Der Bewahrer muss erst fortgehen, so er zurückkehren möchte. Erste Schritte aus das Leben eines Bewahrers. Die tiefen Wege sind gar nicht verlassen, denn dort patrouillieren Krieger, die für Orsamar den Stein kämpfen. Die Verteidiger waren Zeugen großer und tragischer Ereignisse, aber für sie zählt nur der Augenblick, nicht die Erinnerung. Es bleibt die Bürde der Bewahrer zu beobachten und zu erinnern. Er wird im Notfall kämpfen, das schuldet jeder Zwerg dem Stein, aber sein Ziel ist Aufzeichnung von Geschehnissen, nicht Teilnahme daran. Die alten Wege sind dunkel, aber dennoch voller Taten und nur ein Bewahrer kann sicherstellen, dass sie den Erinnerungen erhalten bleiben. Der alte Weg aus das Leben eines Bewahrers. Wenn ich mir das so ansehe, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Codex-Einträge, die questbezogen sind, offen. Wie sieht es denn aus? Sind wir schon am Ende des Spiels angelangt? Beziehungsweise neigt sich das Spiel langsam schon dem Ende zu? Wie man, wir haben ja noch einige Gebiete offen eigentlich. Zumindest den Brazilian Wald und Denarim. Der Rest ist ja dann, glaube ich, durch DLCs oder so dazugekommen. Beziehungsweise durch die Ultimate Edition. Oh, Ogre Alpha. Oh, Gren hätte bestimmt seine Freude mit ihm. Ja, und Windes natürlich mal wieder die angegriffen wird. Aber wir müssen uns um den Ogre kümmern. Wobei, der ist gerade betäubt. Nein, wir kloppen. Scheiß auf die Kreischer, wir kloppen den Ogre weg. Vielleicht wäre es doch praktisch, die Kreischer erstmal wegzuhauen. Wenn ich hier das Leben von Alistair und Stan anschaue, wie schnell das runtergeht. Die Frage ist, warum geht es runter? Weil die Kreischer die angreifen oder weil der Ogre die angreift? Kannst du den eventuell mal ganz kurz irgendwie... So. Und dann kümmert ihr euch bitte um die Kreischer. Ihr macht es ja sowieso schon. Der Ogre ist erstmal außer Gefecht gesetzt für ein paar Sekunden. Das müssen wir ausnutzen. So, und du heilst. Oh nein, Wind ist betäubt. Wind ist betäubt. Ihr greift den Kreischer an. Du hast hier 2 gerade. Okay. Dann mach mal. Wie lange ist die noch betäubt? Wir wissen es nicht. Ach, gar nicht mehr. Das ist ja schön. So, Alistair kriegt eine Heilung. Der Ogre bewegt sie dann auch gleich wieder wahrscheinlich. Jawohl. Bock. Kein Effekt. Aha. Oh. Sprungangriff. Oder so Charge-Angriff. Ansturm.
Hätte man natürlich auch ausweichen können. Alistair hat Level 13 erreicht. Den Level-Up geben wir am besten jetzt schon. Nicht möglich, alles klar. Damit hat sich's erledigt. Jetzt haben wir aber wenigstens nur noch den Oger. Ich habe einen besiegt. Wen hast du besiegt? Total wunderschön. Und der Oger natürlich auch. Vor allem ohne Kopf. Kein Finisher, was ist da los? Dann kriegt Alistair sein Level-Up eben jetzt. Oh, als allererstes Todesschuss hat er schon bekommen. Dann kriegt er... Das kann er nicht. 26 Geschicklichkeit. Er braucht Stärke. Er braucht Stärke. Alistair braucht Stärke. Dringend Stärke. Wie ist denn das Inventar? Denn... Die Rüstung. 38 Stärke. Und das Schwert? 31 Stärke. Gut, dann kommt die Geschicklichkeit später. Alistair muss den Sternreißer, dieses geile Schwert, ausrüsten. Das wird sehr praktisch. Gebiet säubern. Na, nö. Ich habe ja einen Magier im Team. Das ist ja irgendwie nicht so schlau. Da kann er leider nichts. 32 Stärke, 26 Geschicklichkeit, ja, dann kriegst du eben den präzisen Schlag. In diesem Modus versucht der Krieger mit jedem Schlag erfolgreich zu sein, indem er zu Lasten der Angriffsgeschwindigkeit einen Bonus auf seinen Angriff sowie eine erhöhte Chance auf kritische Treffer erhält. Meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss. Vin Alistair, der hat auch nicht wirklich Taktikfelder noch frei. Wie ist denn das, ja, gut. Meisterhafte Kampftaktiken. Klugheit. Naja. So. Dann kriegt er aber natürlich auch das Schwert ausgerüstet. Wenn wir ihm jetzt schon Stärke gegeben haben. So, da, weg. Ah ja, das brauchen wir auch nicht mehr. Hier Inventarplatz sparen. Wir haben ja noch was frei. Kann man dann ja noch verkaufen. Telekinetisch, ja, alles so ganz wunderbar. Der Sternenreißer ist ja viel geiler. Aus dem Kometen gefertigt, Freunde. Also, das muss man sich mal vor Augen halten. Hier 11,9 Schaden im Vergleich zu 8,4. Das ist ja, boah, wunderschön. Kritische Trefferschuss 3,4. Rüstungsdurchdringung 4,2. 42! Stärke-Modifikator 1, Geschicklichkeit, Schaden, Rüstungsdurchdringung und natürlich noch 3 Slots, die wir noch füllen müssen, aber ist jetzt schon besser und sieht natürlich auch geiler aus. Ja, kann der dann eventuell auch noch neue Rüstung, die wir nicht dabei haben, anlegen? Anscheinend nicht. Gut, gucken wir dann das nächste Mal, wenn wir im Lager sind, wahrscheinlich. Ein Diamant. Wunderbar. Dann gucken wir hier in den tiefen Wegen uns noch ein bisschen um. Ich bin dran. Wird es betäubt, dank dem Gefäß des Geistes. Aber das ist im Moment ja egal, wir haben eh keinen Kampf. Aber die Fähigkeit, die ist schon geil, Alter. Die, los geht's. Die ist schon sehr, sehr nützlich. Einmal... Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Ganz schnell hier irgendwie Mana und Leben wiederherstellen. Hat es eigentlich noch mehr? Irgendwie noch Angriffsbonus oder sowas? Boni auf Zauberkraft und Mana-Regeneration erhält. Boah, das ist echt nicht ohne. Natürlich. Und das hält auch schon irgendwie 3 Minuten oder so an, bis es quasi wieder deaktiviert wird von alleine und sie betäubt wird. Aber so lange geht normalerweise kein normaler Kampf. Auf der anderen Seite muss man die Fähigkeit auch nicht in den normalen Kampf benutzen. Sondern halt erst in irgendeinem, der schwierig wird. Aber naja, da werden wir dann wahrscheinlich... Oh, doch, da geht's noch ein bisschen weiter. Dann werden wir wohl doch erst später zu einem schwierigen Kampf kommen, wenn wir auf Branka treffen. Das ist ja jetzt schon klar, dass da dann wieder irgendjemand angreift.
Sofern sie überhaupt noch lebt, wenn wir sie finden. Wenn wir sie finden. Das ist eine Art Falle. Ich weiß. Oh. Jetzt wollen wir uns aber erst nochmal ganz kurz hier um den letzten Abschnitt von diesen tiefen Wegen kümmern. Was haben wir denn da? Alles nur normale Genlocks. Kann man ja auch reinrennen und einen Geizschlag machen. So, und da sind noch tiefe Wegelaurer, die holen wir uns später. Du gehst ins Gefängnis, du wirst eingefroren. Oder verlangsamt zumindest. Und getötet. David. Oh, das war jetzt gerade, das zweite war, durch den Todesstoß, oder? Durch die Fähigkeit. Das ist ja schon einiges, was da wiederhergestellt wird. Nicht schlecht, nicht schlecht. So langsam werden wir schon echt stark. Sodass man durch so einen Kampf auch mal ganz gechillt durchrushen kann. Und es einfach der KI überlassen kann. Ja, sofort. Rumpf in einem Sack. Der Rumpf irgendeiner dämonischen Kreatur. Codex aktualisiert. Neue Quest zerschnitten. Brecher. Das Ritual war sehr spezifisch, wie derlei Dinge vermutlich auch sein sollten. Rumpf, Kopf und Gliedmaßen werden in den tiefen Wegen verteilt, damit die Kreatur nicht zurückkehren kann. Sieht aus, als hätte sie der Tod beim Zerteilen ereilt, aber wir können den letzten Teil für sie übernehmen. Ich bin mit elfischen Ritualen nicht vertraut, wieso auch, aber da scheint mir alles recht klar zu sein. Bewahrer Axis. In die Ecke gekritzelt, hab das Ding nicht mal gesehen. Ein Schwert würde mit Sicherheit ausreichen, verdammt soll dieses Paar Beine sein. Doch, ich glaube, das hier war das Neue, oder? Vielleicht doch nicht elfisch, sondern menschlich, wie auch immer. Die Befehle sind klar und wir können sie befolgen. Rumpf, Kopf und Gliedmaßen werden verpackt und verteilt. Ganz einfach, so kompliziert ist die Magie offenbar gar nicht. Das ist keine Aufgabe für einen Krieger, der Sack landet im ersten verfügbaren Loch. Hihihihihi, that's what he said. wo ist denn... Ah ja, Codex. Tagebuch. Orzammer. Zerschnitten. Du hast die Überreste einer Kreatur des Nichts gefunden, aber davor auch schon andere Körperteile dieser Kreatur und jetzt kommt die Quest erst, die sich möglicherweise selbst verstümmelt hat. Die Notizen deuten darauf hin, dass die Tat nahe Caridans Kreuzung in den tiefen Wegen vollbracht wurde. Oder habe ich jetzt schon alle gefunden? Alle Teile. Ich glaube, ich habe schon alle gefunden. Na cool, dann müssen wir jetzt natürlich noch irgendwo hin. Ich dachte echt erst, das wäre irgendwie elfisches Ritual, das wäre im Brasilienwald, aber anscheinend ja nicht. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie den Ort finden, wo wir die Kreatur wieder zusammensetzen können, oder wird die wird von selbst wieder zusammengesetzt? Ich meine, irgendwas muss es ja noch damit auf sich haben. Und die Kreatur wird es später noch angreifen. Ja, dann wehr dich einfach. Tritt einer Gewerkschaft bei. Sehr schön, die normalen Skills, die kommen durch den Stein durch. Also die Zaubertalente hier unten, die kommen durch den Stein durch, aber ein normaler Angriff nicht. Okay, Anführer. Die holen wir natürlich auch. Ich könnte hier eventuell einen Alistair und einen Stan gebrauchen. Oder auch nicht, das geht auch so. Wobei, wenn die anfangen, uns anzufallen, dann ist das echt ein Problem, weil so schnell kommt man davon nicht wieder los. Und Alistair braucht langsam mal eine Heilung. So, wir locken da aber auch immer ein paar weg. Das ist ganz praktisch. Und das war der letzte. Sehr schön.
Hm? Das war anscheinend nicht der letzte. Einer, der wird erledigt. Zwei. Auch in alle eine Extrawurst. Dabei mache ich doch aus ihnen selber eine Wurstsperte. Oder eine Lasagne vielleicht. So, jeder darf einmal draufhauen und dann ist die Sache auch schon erledigt. Ja, ja, Stan hält wieder seine Monologe für den Arishok und so weiter und so fort. So, sammeln. Wir holen uns den anderen gleich. Erst Verschnaufpause. Have a break. Have a Tiefenlauerer zerschnetzelt. Ein Schnitzel. Tiefenlauerer Matriarchen. Und ganz ohne ihre Viecher. Das tut mir aber leid. Ich bin dran. Na, sieh mal an, wen wir hier angelockt haben. Was willst du denn? Ja, sofort. Matriarchen, das ist total sexistisch, das unterstütze ich nicht. Kein Mann auf dieser Welt kann die Matriarchen töten, deswegen macht es Sinn. Was ist mit Kunari? Ich weiß, was mit Kunari ist, denn ein ganz bestimmter Kunari, der wird schwere zwergische Handschuhe finden. Nein, der wird in der nächsten Folge diesen Abschnitt der tiefen Wege verlassen und in einen neuen gehen, in den sogenannten Orten. Ihr habt gerufen? Ich habe zwar über dich gesprochen, aber ich wollte nicht mit dir reden, Stan. Niemand will mit dir reden. Ich glaube, das ist der Ortenteig. Ich bin mir da aber auch gar nicht so sicher. Habe ich ja nur mal so ganz flüchtig gelesen. In den werden wir uns dann, oder wird dieser Kunari sich in der nächsten Folge begeben. Ich werde es tun. Hier haben wir noch mehr über die Kreuzungsherumtreiber. Idioten und Herumtreiber allesamt. Wir akzeptieren, dass es Zeiten gibt, in denen eine geordnete und auf Informationen fußende Schatzsuche angebracht ist. Aber doch erst, wenn es dafür eine Basis gibt. Was haben die denn bisher gefunden? Haben sie irgendwelche Häuser weitergebracht? Die paar minderwertigen Adern haben weder die Versammlung noch diese Glücksritter selbst zufriedengestellt. Ihre Handlungsweise wird sicher eher noch undisziplinierter. Und obwohl bisher nichts passiert ist, werden sie irgendwann einen wichtigen Tunnel zum Einsturz bringen. Die Versammlung ist der Ansicht, dass die Schatzsuche verboten werden sollte, bis die Stabilität der tiefen Wege gesichert ist. Sollen sich diese Kreuzungsherumtreiber doch einen Beruf suchen? Nur Tiere schnüffeln überall, Zwerge lassen stets Vorsicht und Professionalität walten. Aus einer Mitteilung der Versammlung. Ja, den Rest kennen wir schon. Und was wir noch nicht kennen, das ist die nächste Folge und die Gebiete, die wir in dieser erkunden werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.